schönen guten Morgen wirklich. Es ist 3:10 Uhr. Eigentlich wollte ich schon losgerollt sein, aber irgendwie habe ich heute Morgen die Kurve nicht bekommen. Machen wir noch das haben wir an. Jetzt muss ich noch mein Kontakte Tor 1. Sie sind verbunden mit der Vodafone Mailbox von... Okay, Tor geht auf. Ich mach mein Tor zu schnell. Was ich mehr nicht mag. So, und morgen fahre ich nach Dortmund. Gestern Böblingen, heute Dortmund. Gucken, was morgen kommt. Lade dort in A39 bei der R39 bei der Lieber mit Kettenbagger. Der geht nach Seelem, glaube ich, heißt Seelem bei Trier. Es muss sehr gut laufen heute, um das in einer Fahrzeit zu schaffen. Reichweite 1370 Kilometer, das sollte reichen. Ich fahre ja jetzt leer hoch. Da habe ich dann, wenn ich hoch bin, habe ich irgendwas um die 36, 37 Liter Verbrauch. Also bin ich knapp unterhalb voll. Ja, dann laden wir rüber nach Trier. Trier dann wieder leer nach Hause, wenn es reicht. Wäre natürlich ärgerlich, wenn ich leer werde und die Fahrzeit nicht reicht bis heim. Das brauche ich heute gar nicht. Oh je, gleich 6:30 Uhr, muss mich mal kurz melden. Das ist der 15.3. und der Winter ist tatsächlich nochmal zurückgekommen. Zeitlich hat es mal sehr stark geschneit mit kaum Sichtweite. Es lief trotz allem richtig gut, also habe jetzt noch 41 Kilometer, ja, habe 3 Stunden 16 Minuten Fahrzeit, also ich bin mit guten 4 Stunden bin ich da, was recht gut ist eigentlich. Dass das Wetter, dass die Straßenverhältnisse, ich meine, Straßenverhältnisse kann man jetzt nicht sagen, das war alles geräumt, überall fahrbar. Ja. Stellenweise war halt ein bisschen Schneefall, der die Sicht beeinträchtigt hat, aber ansonsten alles einwandfrei. Meter auch noch
gut läuft und dann muss es heimwärts noch besser laufen quasi. Naja. Vorne dran und war mal Bachbrunse. Jetzt fahre ich weiter. Das war dringend. Nächste Ausfahrt ist auch meine. Herum. Echt. Ja, reicht. So, normalerweise geht's Tor auf, jawohl. Dann fahre ich
bei Daun, glaube ich, war es auf die A60. Fahr dann runter bis Kreuzwicklich. Und dann bin ich auch schon fast da. Zeitmäßig sieht es sehr gut aus. Hab jetzt hier 7 Stunden 40 heute. Und von hier nach Hause brauche ich noch eine Stunde 40, eine Stunde 50 vielleicht. Also habe ich gute 20 Minuten Luft später. Ich gehe mal rein. Also Ewigkeit gewartet. Aber gut, war halt leider Mittagspause. Muss noch ein Stück runter. Quasi. Da vorne rechts. An der Kreuzung rechts runter und dann wieder links, beziehungsweise nach 50 Meter links rein und dann bin ich auch schon wieder da. Danke. Ich guck nervös.
hier rein. Zu Hause. Nur kurz warten, bis mein Display mal Lust hat anzugehen. Irgendwie hat es keinen Bock. Genau, da haben wir es doch. So. 9 Stunden 41 Minuten, 1 Stunde 53 habe ich jetzt noch mal gebraucht hierher. Kilometer 42,8. Ja. Ist okay. Jetzt mal wach werden, sorry.
fahre hoch nach Sembach. Da steht ein 30 Tonner Hitachi-Wagger. Den lade ich, den fahre ich nach Weilerbach ins Hospital. Dann lade ich in Weilerbach direkt wieder 30 Tonner Dose an. Und der geht nach Jettebach in den Steinbruch. Weiß ich nicht genau, ich vermute, ich werde dann auch den Radlader fahren, falls der noch nicht gefahren ist. Muss ja noch ein Radlader hin dann. Ja. Das weiß ich jetzt mal, was ich heute mache. Oder bis jetzt weiß ich das, was ich heute mache. Krass gedeutet, ne? Egal. Ja, vom Rest lassen wir uns einfach überraschen. Nach den 2 Tagen Ferntouren quasi bin ich froh, dass ich mal wieder heimatnah bin. Und ich alle Stunde, 1,5 Stunden raus kann und kann mich bewegen. Auch wenn es nicht so aussieht. Das ist gut. Ist ja hart. Cool. Das macht den Tag schon wieder gut, ne? Schade, dass die Gardinen zu waren. Halb.
ich schon mal gesagt, hier oben sind noch jede Menge Lkw-Parkplätze zum Übernachten. Halt nur die Bitte, ein bisschen auf den Müll achten, nicht den ganzen Müll liegen lassen. Anscheinend. Ich habe das echt nicht gesehen. Sorry. Aber anscheinend waren die Gardinen offen. Kommt die Sonne von da hin her. Ich hab's verpennt. Jetzt habe ich endlich mal mein großes Vorbild gesehen, quasi. Und hab's versaubeutelt. Naja, alles gut. Wird sich wieder eine Gelegenheit ergeben. Trotzdem schade. Aus. Den Bagger habe ich dann getauscht und den habe ich jetzt hier noch geladen. Bin damit nach Ruckenhausen gefahren. Da werde ich jetzt wieder in den Bagger tauschen. Da hier vorne links steht, den Bagger lade ich dann. Und der geht dann rüber nach Jedenbach in den Steinbruch.
gut. Bleib mir kurz stehen, ich mach noch schnell den Zaun zu. Auf, Augenblick. So, Zaun ist zu. Kommt niemand. Allrad hier raus mal. Dass er ein bisschen rollt. Habe ich dann nach Hinsweiler gefahren. Dort tausche ich jetzt wieder Backe. Wie gesagt, der A29 bleibt hier und der LH hier, der jetzt gerade ins Bild gefahren kommt, den nehme ich dann mit nach Hause. Ich halt hier wieder raus. Ne? Das war knapp bei. Also. Das war knapp bei.
Frau habe. Meistens jedenfalls. Sorry, Schatz, ich war's nie wieder. Naja. Jetzt fahre ich wieder die paar Meter hier nach Hause. Oder beziehungsweise nicht nach Hause, sondern hier durch die Ortschaften.